Ja, Herr Wirl, herzlich willkommen. Sie sind regelmäßiger Gast bei uns oder sind wir Gast bei Ihnen? Ich weiß gar nicht, wie man das genau sehen soll, ne? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, zum vierten Mal heute hier. Ja. Macht mittlerweile Spaß, gute Tradition, zum Jahresanfang hier bei Ihnen zu sein. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich deshalb so, weil man die Geschichte ganz gut beobachten kann. Sie haben, jetzt schlagen Sie mich, ich glaube, mit sieben Hotels angefangen vor 4 Jahren. Genau, ja. Und die Zahl hat sich erhöht, ganz schön sogar. Ja, wir haben jetzt 29 auf dem Papier, 18 offen und 11 werden in den nächsten 14 Monaten eröffnet. Neubauten, Übernahmen, also es geht rasant weiter. Also nicht nur ich alter, sondern die Firma altert auch. Na, graue Haare haben Sie noch nicht, aber warten wir Ja. mal ab aufs nächste Jahr. Aber ich habe immer noch mehr als Sie. Ja, das ist ein Erfolg schon mal. Ja. Ich wollte natürlich darauf hinweisen, dass wir ein ganz besonderes Partnerland diesmal auf der ITB haben, nämlich Mecklenburg-Vorpommern. Und wir können ja nicht alle 29 Hotels jetzt vorstellen. Aber ein Projekt haben Sie, ein sehr, sehr schönes in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Prora. Genau, also da sind wir auch sehr stolz, dass wir da den Zuschlag bekommen haben, dass wir seit 15. Januar in der Prora, in diesem historischen Gebäude vertreten sind und dort mit Domero jetzt unsere Flagge hissen konnten an diesem phänomenalen Strand, wo ja wirklich sehr, sehr viel passiert in Rügen, auf Rügen. Und das macht uns schon richtig stolz, dass wir da wirklich dieses 1A-Hotel an dieser 1A-Lage bekommen haben und das zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass man uns sowas zutraut, wo man früher gesagt hätte, hey, Domero, nee, da holt man doch dann lieber so Marriott oder Dorint oder sowas rein. Nee, und Domero kriegt jetzt solche Zuschläge und das macht uns schon ziemlich stolz. Naja, wenn man die Entwicklung dort beobachtet hat, am Anfang stand die alte Kiste, sage ich jetzt mal, dort eigentlich nur nutzlos herum, ne? Ja, da haben Sie absolut recht. Also es hat natürlich, und da muss man sagen, den Mut auch von Unternehmern vor Ort oder Investoren gebraucht, da was zu machen, weil wäre es nach der Politik gegangen, wäre da ja nichts passiert mehr. Und es hat ja wirklich Investoren gegeben, die mutig waren und auch die das Risiko gegangen sind, auch ihre Finger dort zu verbrennen. Wir wissen ja selbst, was Naja. oftmals solche denkmalgeschützten Gebäude bedeutet, umzurüsten. Das kostet wahnsinnig viel Energie und Geld und Behördenauflagen und viele Investoren sind da auf halber Strecke schon gestrandet, sage ich mal, passt so dort oben. Und deswegen muss man den Unternehmen und Investoren in den letzten 2 Jahrzehnten wirklich den Hut ziehen für den Mut, den sie aufgebracht haben, dort das wieder zu entwickeln und dadurch ja natürlich Rügen wieder diesen ganzen Mehrwert zu geben, weil Rügen ist ja wirklich jetzt in Deutschland ein Ort, der komplett aufstrebt, nach oben prescht und, sage ich mal, alle versucht jetzt rechts zu überholen und das finde ich schon eine klasse Entwicklung. Aber mit noch so viel Geld hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man daraus so viel machen kann. Also man braucht eine Riesenportion Fantasie. Ja, absolut. Also wenn man sich das ja angeguckt hat nach der Wende, diese Ruinen und so Ja. weiter und die ja dann auch nach der Wende noch weiter verfallen sind, das ist fast eigentlich fantastisch, wie Sie auch gerade sagen, was daraus jetzt geworden ist. Das ist ja wirklich ein Luxus-Hideaway für Deutschland-Tourismus. Solche Resorts findet man teilweise auf den Malediven nicht oder in Thailand nicht oder sonst was. Also, und das eigentlich vor der Haustür, muss man sagen. Das ist schon phänomenal. Und das in Mecklenburg-Vorpommern, in einem der schönsten Bundesländer in Deutschland, das ist schon wunderbar. Ja, na dann beschreiben Sie uns das Projekt in Prora mal, das Dormero-Projekt in Prora. Also wir haben dort keine einfachen Zimmer, sondern wir haben nur Suiten. Also Dormero dort ist rein auf Suiten, Apartments mit Küche, alle Zimmer sind mit Küchen ausgerichtet, natürlich die üblichen Dormero-Standards, 55 Zoll Fernseher und so weiter. Aber es sind wirklich Wohnräume mit teilweise 3, 4 Schlafzimmern mit integrierter Sauna drin, Dampfbad, Whirlpool. Also wirklich, das sind hochklassige Apartment und Suiten, aber ist auch sehr hochpreisig. Also das muss man sagen, wir haben gesagt, wir möchten dort nicht auf die billige Schiene fahren, sondern das muss wirklich auch dem wert sein, was die Leute, die Handwerker, die Unternehmer und auch die Region da rein investiert haben. Das muss man auch wertschätzen. Das darf man nicht verkommen lassen und dafür stehen wir auch. Wir möchten da auch ein hohes Niveau halten und das, sage ich mal, ist schon ein ganz, ganz besonderes Domero-Hotel mit viel Charme und Suiten bis zu 250, 300 Quadratmeter. Also, das ist schon. Das zieht dann aber doch noch einen Rattenschwanz nach sich. Also gastronomisch muss dann auch ein bisschen mehr investiert Da gebe werden. ich Ihnen absolut recht. Also, wir werden dort 2 Restaurants implementieren: einmal ein Fine Dining Restaurant, das Marina Café. Wir streben auch einen Stern an, ob es ist immer ein Wunschgedanke, ob man es schafft oder nicht. Aber es soll eine sehr hochwertige Küche sein und es soll eine schicke Tapas-Bar geben. Und gleichzeitig haben wir uns jetzt auch noch für eine Strandgastronomie beworben.
wo der Zuschlag kurz bevorsteht. Und da werden wir dann wirklich noch so Pizza, Pasta genau am Strand im Sommer auch noch mitverkaufen. Haben Sie eine Menge vor? Ja, aber wie gesagt, ich brauche ja auch einen Grund, dass ich von Ihnen wieder eingeladen werde, immer wieder, deswegen. Ja, da würde ich mich jetzt mal einladen und mal hochkommen und mir das mal anschauen, wenn die Zeit das erlaubt und wenn wir dann auch dort ein paar Bilder machen können, absolut, wenn die Sonne etwas höher steht. Obwohl, im Winter ist die Ostsee ja auch wunderschön. Ja, das wird ja immer oftmals verkannt, dass man sagt, ja, in Deutschland kann man eigentlich im Winter nur in den Alpen Urlaub machen, aber das ist eigentlich kompletter Blödsinn. Wie Sie gerade richtig sagen, Meer im Winter hat wirklich was Beeindruckendes. Das Meer hat andere Strömungen, andere Farbgebung. Das hat schon was ganz Besonderes, das denkt man immer gar nicht. Und ich finde das toll, dass Sie es ansprechen. Das sollten viel öfters die Leute auch mal wagen, mal an die Küste im Winter zu gehen, weil das bereut man eigentlich nicht. Ja, viel Neues an der Küste und nicht nur dort, aber das war schon sehr interessant mit Prora. Ich würde sagen, schauen Sie es an, freuen sich drauf. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Wöll, und wünsche viel, viel Erfolg. Danke, danke. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Bis nächstes Jahr, gern.